Ich habe gedacht, ich feiere jetzt so meine 50.000 Downloads im September, indem ich mir mal eine Person einlade, die noch verrückter ist als ich und noch orangenere Haare hat als ich. Das ist rot! Entschuldigung. Also schneiden, schneiden, schneiden. Die noch verrückter ist als ich und die noch rotere Haare hat, aber meine sind echt. So, jetzt kommst du. Ja, Yvonne, jetzt ist sie geknickt. Meine Haare sind schon seit meinem 15. Lebensjahr rot. Gilt das auch? Du färbst sie seit deinem 15. Lebensjahr immer in derselben Farbe? Das Rot changiert. Je nach Lebenssituation. Im Augenblick ist es ein bisschen ausgeglichener. Aber ja, tatsächlich, ich färbe sie seit meinem 15. Lebensjahr rot. Ich habe zwischendrin mal gedacht, ich versuche es mal mit Braun. Das waren 5 Tage und dann habe ich mir gedacht, nein, ich bin eine Rothaarige. Tief in meinem Herzen bin ich eine Rothaarige und mein Vater hatte rote Haare, also. Okay, also ich fange noch mal von vorne an. Schönen guten Tag. Ich habe gedacht, ich feiere den Podcast. Ich lasse mit den 50.000 jetzt mal weg. Ja, es klingt irgendwie so nach Eigenmarketing. Also ich feiere meinen Podcast, indem ich mir jetzt eine vom Herzen her Schwester einlade. Ist ja so, oder? Wenn du vom Herzen her rothaarig bist. So, okay, jetzt haben wir also den Einstieg wirklich. Ich sage noch mal ganz kurz, gut reden kann jeder Podcast. Mein Name ist Isabel Garcia und ich habe Yvonne Simon vor mir sitzen. Hallo, sie ist Isabel. Hallo, sie ist Isabel. Übrigens, das Schneiden, Schneiden ist immer nur ein Witz, ne? Ich schneide nämlich nicht. Ich weiß, ich kenne deine Podcasts. Du bist die eine Hörerin, die ist immer so 50.000 downloadet. Okay, jetzt habe ich genug angegeben, aber ich habe mich auch einfach so gefreut, dass ich das heute Morgen Das gesehen habe. Kannst du Also auch. Gestern Abend war ich so bei 48 und dachte 48.000, dachte so, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Wie innerhalb von einem Tag 2.000 Downloads. Ja. Ich bin neidisch. Naja, ich hab ja pro Folge, also die am meisten heruntergeladensten Folgen, die haben über 3.000 pro Folge. Genau. Okay, ich habe neue Ziele. Hast du etwa auch einen Podcast? Ich habe etwa auch einen Podcast, der heißt Ich mach's jetzt einfach, finde den Mut zum ersten Schritt und Ich mach's jetzt einfach ist auch so mein Lebensmotto. Ich mache es. Was hast du denn einfach so gemacht? Oh, Jetzt komm nicht gleich mit so einer blöden Weltreise oder sowas. Fang doch mal mit was Kleinem an. Also, damit genau. ich mich nicht ganz so klein fühle neben dir. Also ich sag so, hey, ich bin umgezogen. Und sie sagt, ich habe eine Weltreise gemacht. Ich sag, hey, guck mal, Yvonne, meine kleine Wohnung. Naja, ich habe ja in der Kabine auf dem Schiff, aber das ist ja noch kleiner, ne? Oh, es ist völlig egal, was ich sage. Die kann immer noch einen draufpacken. Und ihre Haare sind orangener als meine. Nee, wahrscheinlich sehen sie ein bisschen orange aus, weil sie schon ausgeblichen sind. Aber es ist Lass okay. das nicht meine Friseurin hören, die schlägt dich. Okay, dann ist es wahrscheinlich mein Licht. Guck mal, Ja. mein Licht Ja, es hier. liegt an deinem Licht. Es liegt an meinem Licht. Wir gehen später noch mal raus. Oh ja, guck mal, der kleine Pablo, der mag Ja, dich. den nehme ich ja mit. Also Ja. das wollte ich ja noch mal vor allen sagen. Den Hund, den nehme ich mit. Also nachher kommt der Rucksack und da kommt der kleine Pablo rein. Ja. Und der ist so süß. Ja, das stimmt. Ich mag ihn auch sehr. Das war auch ganz entzückend. Wenn er dich anspringt, lieber von der anderen Seite da, darfst du ihn gerne runterschubsen, sonst kommt er immer an dein Kabel und dann haben die Hörer ihn nämlich nicht mehr ganz so gern, wenn es immer so macht. Ach, das ist das Geräusch. Hab ich letztens bei einem Vortrag gehabt. Und ich nehme ihn dann, also ich habe ihn schon bei 2 Vorträgen jetzt dabei gehabt. Ich gewöhne ihn ja daran, ne, damit er immer mit dabei sein kann. Und dann war ich auf der Bühne und beim Brigitte-Symposium und da haben die dann gesagt, also ne, ich wurde auch angekündigt, Isabel Garcia mit Pablo und dann, hä? Dann habe ich also dann diesen Rucksack, wo er ja drin ist, dann mit auf die Bühne genommen und so geklappt, dass er mich sehen kann. Wenn er mich sieht, ist er ganz ruhig. Und naja, und dann haben die hinterher dann auch so, als ich wieder runtergegangen bin, dann so, hä, da ist doch kein Hund drin, weil er eben keinen Mucks gemacht hat, ne? Und dann habe ich eben kurz aufgemacht und ihn rausgeholt, also, ich glaube, dort hätten ihn mir auch einige geklaut. Und du hattest vor allen Dingen den Rucksack schon mit. Ja, aber es war meiner, ja. Mein Hund, soweit man ein Lebewesen besitzen kann, mein Hund, mein kleiner Goldstern. Ich finde ihn großartig. Kann ich gut nachvollziehen. So, aber Ich jetzt habe kommen wir jahrelang mal. Katzen gehabt, also insofern Oh lasse Gott, ich ihn oh Gott, hier. sie ist ein Katzenmensch. Muss ich jetzt wieder Oh. gehen? Also Katzen- und Hundemenschen, weißt du doch, passt doch nicht. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch nur ein Glaubenssatz. Ja, das kann sein. Es gibt aber tatsächlich, finde ich, gar nicht so viele, die wirklich sich beides kaufen würden. Mhm. Ähm,
Ich glaube, ich würde mir keine Katze kaufen. Ich finde aber Katzen großartig. Ich würde mir aber, glaube ich, keine, also besorgen, also in mein weiß, Leben, in meine Wohnung holen, in mein Haus holen oder sowas. Ja. Und da kenne ich eben eine Freundin, die sagt, oh, dein Hund ist großartig, aber ich glaube, sie wird sich keinen Hund kaufen, sondern sie wird sich eben immer Katzen kaufen. Ich weiß nicht, ob man beides so ist, so Katzen und Hunde. Natürlich gibt es die, ja, aber ich glaube, da scheiden sich die teilweise schon eher, weil die sagen, ach, ist ja so praktisch, ne, Katzen, muss man nicht immer zu Hause sein, bla. Aber wir wollen hier keinen Podcast über Hunde und Katzen machen. Wir haben hier Spannendes vor, denn du hast den Mut gemacht, tu es einfach, mach es einfach. Und du hast eine riesengroße, ich glaube, der klaut da hinten schon wieder meinen Teddy. Und dann fängt er nämlich an zu fiepen. Ja, genau. Dann fängt er an zu fiepen und zu bellen und sagt, hier, ich habe einen tollen Teddy. Das ist meiner. Der hat übrigens schon keine Schnauze mehr, weil er die abgebissen hat. Oh. Mein Teddy. Ja, eine Frechheit. Ich habe ihn trotzdem lieb. Ich wollte gerade sagen, du wolltest den Hund, ich wollte eine Katze. Ja. Kennen wir schon mal hier die, ne? Schon mal gleich. So, du hast also, wie bist du auf die Idee gekommen, einfach machen? Also fangen wir mal von dieser Grundidee an. Also warst du immer schon so ein Typ, der einfach gemacht hat? Ah, ich glaube schon, dass ich immer schon ein sehr aktiver Mensch gewesen bin und Dinge, die ich mir in den Kopf gesetzt habe, auch umgesetzt habe. Und gleichzeitig ja, hat es eine Veränderung in meinem Leben gegeben, wo ich dann nochmal so darüber nachgedacht habe, was ist wirklich wichtig? Also was will ich noch im Leben erreichen? Wo soll mein Leben noch hingehen? Warum bin ich auf dieser Welt? Und mit diesen Fragen bin ich dann auf den Jakobsweg gegangen, bin gewandert von Porto an der portugiesischen Atlantikküste über Santiago de Compostela bis nach Finisterre und habe die Fragen mitgenommen und habe dann, als ich wiedergekommen bin, mich entschlossen, nach 25 Jahren den Job, den ich in einem großen Konzern gehabt habe, aufzugeben, um nochmal ganz von vorne anzufangen. Wie lange ist das her jetzt? Ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Lass mich überlegen. 2 Jahre. 2 Jahre erst? Mhm. Also vor 2 Jahren gab es praktisch, du hast also nicht, weißt du, manche ändern ja ihre Frisur, wenn sowas Großes kommt. Du hattest aber schon, seit du wie alt, 15 bist, ja, hast du deine roten Haare von Herzen her. warst du dann als Kind so ein Lieblingskind? Ich meine, wenn du immer schon deinen Kopf durchgesetzt hast. Naja, ich war zumindest ein Einzelkind und meine Eltern waren beide schon mal verheiratet. Also ich habe 2 Halbschwestern, mit denen ich allerdings nicht groß geworden bin. Insofern bin ich tatsächlich als Einzelkind groß geworden. Und das war auf der einen Seite sehr schön, mein Lieblingskind. Auf der anderen Seite war es, oder ist es im Nachhinein gesehen, schwierig, weil ich vor vielem behütet worden bin. Also so mutig, wie ich heute bin, war ich als Kind nicht, einfach weil ich nicht die Gelegenheit dazu hatte. Meine Eltern waren für damalige Verhältnisse, heute ist das ja alles normal, schon in einem Alter, wo man damals gesagt hat, die kriegen noch ein Kind. Also meine Mama war über 30, mein Vater war 40. Heute ist das ja so noch ein junges Alter. Damals war es eher ungewöhnlich. Man muss aber auch sagen, du kommst ja aus den neuen Bundesländern. Genau. Immer diese blöden Begriffe, ne? Neue, alte Bundesländer, aber gut. Und ich weiß noch, als ich in Schwerin gearbeitet habe und dort ja eine der Wessis war, die Ossis, was man ja dann offiziell nicht sagen darf, das war unglaublich, die haben alle gesagt, so, ja, natürlich haben wir irgendwie mit 20 unsere Kinder bekommen. So, 30? Warum sollte man mit 30 ein Kind bekommen? Das war einfach sehr viel früher auch. Ja. Es war einfach ein ganz anderes Schema, es war ganz einfach. Und die Frauen durften ja auch sofort und haben ja auch sofort weitergearbeitet. Also es war ja nicht ein, ich steige aus dem Leben, in Anführungsstrichen, weil ich jetzt eben ein Kind bekomme. Und ich verabschiede mich erstmal in das Muttersein jetzt eine ganze Weile. Und das ist tatsächlich deutlich, deutlich früher. Also ich habe da ja Kolleginnen gehabt, die waren jünger als ich und hatten dann erwachsene Kinder, wo ich so dachte, boah, Respekt, finde ich cool, finde ich echt klasse. Okay, also insofern war das tatsächlich dann alt. Also für die neuen Bundesländer war Anfang 30 für die Mutti erstes Kind und einziges Kind, das war alt. Zweites Kind, also in zweiter Ehe. Aber ja, es war alt und ja, mein Papa 40. Und ja, und die hatten immer so Angst um mich. Also um Gottes Willen, geh nicht Fahrrad fahren, geh nicht Schlittschuh fahren. Es könnte ja irgendwas passieren. Ich habe dann, glaube ich, eher Autofahren gelernt als Radfahren. Ernsthaft? Das ist tatsächlich so. Und ja, und manchmal staune ich trotzdem, was ich dann
für eine Entwicklung in Sachen Mut gemacht habe. Das ist da, wie auch immer, vielleicht genau deswegen. Ne? Also es gibt ja so diese beiden Theorien. Entweder man bleibt dann in der Schiene oder man geht eben komplett raus. Mhm. Und ich habe mich da komplett rausentwickelt. Aber jetzt besonders hier nochmal vor 2 Jahren, wo wir auch gleich drüber reden werden, was passiert ist. Aber davor eben auch schon, da hast du auch schon angefangen, mutig zu sein. Ja. Ja, ja. Auch in deinem Großkonzern, wo du gearbeitet hast. Also insofern trieb es dich immer schon an. Warst du immer schon so eine Freundin, wenn ich jetzt, wenn wir befreundet gewesen wären, ja, wir treffen uns ja heute gerade zum ersten Mal, und ich hätte gesagt, oh, ich will abnehmen. Ja, dann mach, Isabel, komm, hier. Also wir können gleich mal zum Bioladen gehen, können mal einen kleinen Salat kaufen und dann komme ich einfach jeden Tag dreimal bei dir vorbei. Wir kochen einfach gemeinsam oder beziehungsweise schnibbeln wir einen Salat und dann gehen wir dreimal die Woche gemeinsam sporteln. Wärst du so eine Freundin? Genau, also ich habe eine Freundin, die bezeichnet mich liebevoll als Schweinehundvertreiberin, weil ich genau das tue, was du gerade beschrieben hast. Okay. Die habe ich dann immer von der Couch vertrieben und bin mit ihr laufen gegangen. Ja. Okay. Mhm. Okay, also insofern, du bist schon so jemand, ich habe ein Ziel, ja. Wenn ich es habe, dann setze ich es auch um. Absolut. Also im Endeffekt musst du gar nicht dein Ziel smart formulieren, weil du dich sowieso sofort auf den Weg machst. So diese Smart-Formel habe ich bis heute nicht verstanden. Insofern, ich mache es einfach. Ja, ja, genau. Hast du das Interview mit Christo Förster gehört? Der macht Raus und Machen. Er hat ja, Hashtag Raus und Machen. Ja, das habe ich gehört. Mhm. Ich auch, als ich mich mit ihm unterhalten habe, das war so wie das innere Kind in sich rauslassen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wo ich sofort dachte so, ja, das könnte ich noch tun. Und ich könnte nachts mit Pablo draußen und ich könnte dies. Das fand ich so toll. Dieses, ja, weil es so inspirierend war. Genau. Es ist so inspirierend, dieses tatsächlich dieses innere Kind auch so rauszulassen und das Abenteuer eben wieder ins Leben zu lassen und nicht 2-3 Wochen mir freizuschaufeln, um ein Abenteuer zu erleben. Aber jetzt kommen wir mal wieder zu dir. So, du hast also vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht, du musst natürlich jetzt auch nicht darüber reden, du hast also was ganz Schlimmes erlebt. Ist länger her, also es ist mittlerweile 6 Jahre her, da ist mein Mann an Krebs gestorben. Und die Krankheitsphase waren 1,5 Jahre und es war eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit, weil ich bin morgens aufgewacht und wusste, mein Mann wird sterben. Und ich bin abends ins Bett gegangen und ich wusste, mein Mann wird sterben und irgendwann war es dann soweit. Und kann man sich darauf vorbereiten, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen? Aber kann man, manche sagen ja, Mensch, ich wusste ja, dass er stirbt, dadurch ist es leichter, als wenn es plötzlich gekommen wäre. Und manche sagen, nee, das ist dadurch noch eine längere Leidensstrecke. Gibt es da überhaupt richtig und ein falsch? Ja. Eine Freundin von mir, so eine gute Freundin von mir, der ja meines noch 3 Jahre vorher an Herzinfarkt gestorben, da ging es tatsächlich von auf der Couch umkippen und am selben Abend noch tot. Oh mein Gott. Und ich habe immer zu ihr gesagt, naja, ich habe es einfacher, weil ich konnte mich darauf vorbereiten. Und das stimmt nicht. Okay. Weil, ja, natürlich auf der einen Seite weißt du es, aber wenn es dann tatsächlich der Tag gekommen ist, wo es passiert, stehst du an derselben Stelle wie die Freundin, der Mann am gleichen Tag umgekippt ist. Weil es ist endgültig, es ist halt ein wertvoller Mensch aus dem Leben gegangen und ich glaube, dann ist es egal, wie lange es gedauert hat. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich darüber, dass ihm so ganz, ganz großes Leid erspart geblieben ist. Und ich tröste mich so ein Stück weit damit, dass er durch seinen Tod es ermöglicht hat, dass ich mich jetzt so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber ich glaube, wenn wir weiterhin in der Beziehung geblieben wären, ja, dann wäre unser Leben weiterhin so gleichförmig verlaufen. Es war wunderschön. Also wir hatten beide Jobs, die uns ausgefüllt haben. Wir waren viel auf Reisen und hatten einen Freundeskreis. Und gleichzeitig mit dieser, ich nenne es immer Zäsur, hat für mich ein komplett neuer Lebensabschnitt begonnen im Sinne von Bewusstsein. Dass ich eben darüber nachgedacht habe, wie kostbar Leben ist und was will ich mit der verbleibenden Lebenszeit beginnen. Wie alt bist du denn? Wenn ich das mal so vermessen fragen darf. Darf man das? Man darf. Sie sieht übrigens sehr, 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 sehr jung aus, vor allem wegen der roten Haare. Ja? Ich bin im Dezember 50 geworden. Also wir haben im Prinzip dasselbe Alter. Ja. Ja, cool. Ich möchte gleich noch auf die Fragen, dass man wegen so Sinn des Lebens und sowas, ich weiß gar nicht, kann man jemals eine Antwort darauf finden, aber können wir gleich darüber uns unterhalten. Bist du denn seitdem allein geblieben? Oder sehnst du dich danach, wieder einen Partner zu haben? Oder denkst du einfach, nee, ich mache mein Leben eben allein? Wenn es übrigens im Hintergrund poltert, mein Hund hat sich jetzt gerade gedacht, ich nehme einen Stock.
und kaue auf dem rum, nur so als Info. Hier ist also niemand vom Stuhl gefallen oder sowas dann. Ein öffentlicher Podcast und ich soll über mein Liebesleben reden. Nee, musst du überhaupt nicht. Nee, nein, überhaupt nicht. Du kannst Isabel, jederzeit nein, auch Nein sagen, nein, aber das nein, ist tatsächlich, nein. Das hat mich gerade einfach nur interessiert. Tatsächlich bin ich jetzt seit 6 Jahren allein und es ist ein gutes Leben und gleichzeitig natürlich gibt es die Momente, wo ich darüber nachdenke, dass es schön wäre, mal jemanden zu haben, an dessen Seite man sich also auch mal anlehnen und ausholen könnte. Also ich hatte jetzt vor 2 Wochen ein Arztgespräch, das war nicht ganz so positiv, wie ich es erhofft hatte. Und das war so dieser Moment, wo ich dachte, scheiß, jetzt wäre es halt einfach schön, es wäre mal jemand da, der mich auch mal in den Arm nimmt und wo ich eben auch einfach mal schwach sein kann. Ja. Pablo, macht kannst du mal einfach sein lassen jetzt? Das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Gut, das Holzstück, er hat sich das Holzstück leider entdeckt. Das hat er sonst, spielt er nie damit, weißt du? Aber jetzt auf dem Fliesenfußboden. Ich habe diese Frage deswegen gestellt, nicht weil ich gerade so wahnsinnig persönlich werden wollte, sondern weil ich jetzt eben auch, es ist kein Tod gewesen, es war vor 3 Monaten, es ist einfach nur über 3 Monate, es ist einfach eine Trennung gewesen bei mir. Und trotzdem ist es so, dass ich fast mein ganzes Leben lang eigentlich Single war. Weil ich, warum auch immer, ja, vielleicht bin ich zu stark, vielleicht bin ich dies, vielleicht bin ich jenes, vielleicht ziehe ich einfach das an, was, ne, was ich nicht haben will. Vielleicht will ich auch unbewusst gar keinen Partner haben. Und habe mir eben häufiger so die Frage schon gestellt, vielleicht ist es auch besser, wenn ich einfach gar nicht mehr danach suche, sondern einfach alleine bin. Und jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Laptop hier retten, mein iPad. Pablo, kannst du vielleicht einfach mal jetzt dieses Teil nehmen, da hinten hingehen und Spaß haben? Normalerweise ist er immer ruhig, ne? Das ist typisch. Was dann redet man normal? Mal einmal über emotionale Gespräche und schon flippt der Hund hier völlig aus. Oder ich mache einen Trick. Pablo, komm mal her. Wir machen das mal so, ich nehme dich mal auf den Schoß, Süßer. Guck mal, dann weiß ich nämlich, dass du ruhig bist. So. Und das Spielzeug lassen wir jetzt los und du bist jetzt, halt jetzt die Klappe. Jetzt darf er bloß nicht ans Mikrofon kommen. Das ist so süß. Es ist so schade, dass wir jetzt hier keinen Videocast haben. Stimmt, ich hätte eigentlich, das wollte ich irgendwann noch mal anfangen, weil nämlich auch bei YouTube ja gesagt wird, machen Sie endlich wieder Videos. Ich, manchmal, einerseits freut es mich und andererseits denke ich so, also es kostet mich schon echt viel Kraft und Zeit, diese ganzen Podcasts und dann noch in Anführungsstrichen Forderungen zu stellen, finde ich teilweise mutig. Man darf ja Wünsche äußern, aber ich muss denen ja nicht nachgehen. Ich werde ja wieder auch Videos machen, ne? Aber ich, ja. Wäre jetzt wahrscheinlich süß gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Ich glaube, ich kann meinen Weg... Das muss ich jetzt einfach erzählen. Also er liegt jetzt mit seinem Köpfchen auf dem Tisch und zur Hälfte auf dem Notizbuch und guckt mich mit Augen an, denen man einfach nicht widerstehen kann. Ich behalte ihn trotzdem, Yvonne, nur so als Info. Ich habe mich also teilweise jetzt mal ernsthaft, jetzt mal wieder zurück. Ja, weißt du, einmal ernsthaft. Ich gebe mir Mühe. Ich überlege, ist es nicht einfacher, seinen Weg zu gehen, was du ja eben auch ein bisschen gesagt hast, wenn man eben nicht sich dann wieder auf den Partner voll einlässt. Denn wenn ich zum Beispiel jemanden hätte, der vielleicht Kinder hat und so weiter, natürlich lässt man sich auf die Menschen ein und sagt dann, mein Gott, ich wandere vielleicht nicht unbedingt nach Sevilla aus oder eben, ich mache keine Weltreise oder was auch immer du für Ideen hast, die du eben einfach machst. Das ist richtig. Also einer meiner wichtigsten Werte ist tatsächlich Freiheit. Und mit Freiheit verbinde ich ganz viel. Freiheit im Denken, Freiheit im eigenen Tun, Freiheit, mich in der Welt auch frei bewegen zu können. Und das ist tatsächlich einfacher, wenn man ja für niemanden verantwortlich ist oder mit niemandem zusammen ist. Und das genieße ich auch sehr. Und eben auch heute, also die letzten 3 Tage war ich in Düsseldorf, heute bin ich in Münster, dass ich das halt in meiner Freiheit auch alles so machen kann. Ja. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, ich habe das echt unterschätzt, dass ich glaube, dass so... dass die Liebe zu jemandem anderen einem auch ganz viel Wärme, Geborgenheit gibt, was mich schon noch ein bisschen mehr nähren würde. Also das Bedürfnis ist echt da. Ja, glaube ich. Unbesehen. Ich finde das so spannend eben auch, weil du vorhin gesagt hast, so von wegen die Freundin konnte sich nicht wirklich darauf vorbereiten, ne? So ein Herzinfarkt. Mhm. Und, boah, es ist heftig. Und wahrscheinlich noch neben ihr, wollen wir gar nicht ins Detail gehen.
wenn ich über eine Präsentation rede, dann rede ich häufig darüber, dass ich es wichtig finde, dass wir uns erst, gerade jetzt eben gerade im Coaching, habe gesagt, ich möchte erst mal wissen, wie Sie aufhören. Denn dann kann ich praktisch zurückplanen. Ja, ich kann den Anfang und den Einstieg von einem Vortrag super planen, wenn ich weiß, wie er aufhören soll. Mhm. Mit welchen Gedanken sollen die Leute rausgehen? Ja. Und das ist ganz lustig, dass Leute irgendwie an das Ende häufig nicht denken. Die wollen nicht ans Ende eines Treffens denken. Freundin besucht einen, ich möchte nicht daran denken, was sie denkt, wenn sie weggeht. Ich möchte ja, freue mich erst, dass sie da ist. Verstehe ich ja auch. Wir wollen nicht ans Ende von Pablo, auch irgendwann wird er sterben. Jetzt ist er noch ganz jung, irgendwann mit 15, 16, hoffentlich erst 20 Jahren wird er irgendwann sterben. So dieses Ende von einem Gespräch, das Ende von einem Telefonat. Und ich bringe Leute immer wieder dazu und nehme es eben auch im Coaching so ganz krass, dass ich eben sage, denk bitte, bitte, bitte übers Ende nach, auch übers Ende des Lebens. Denn ganz häufig tun wir das eben nicht. Und ich glaube, wir machen es den anderen Menschen eben in unserem Umfeld nicht wirklich leichter, wenn wir nie darüber reden. Wenn also niemand weiß, wie ich zum Beispiel gerne vielleicht beerdigt werden möchte oder. Also meine Eltern wollen nicht wirklich darüber reden, obwohl sie beide in einem Alter sind, wo ich sage, ja, könnte jetzt jederzeit passieren. Und das macht es mir oder meiner Schwester natürlich nicht wirklich einfacher. Und ich habe immer das Gefühl, dass die Leute so Angst haben, darüber zu reden. Denn wenn wir schon darüber reden, ist es ja irgendwie auch da. Und irgendwie ist es, weißt du, wie so ein Parkplatz für Stemmer Universum. Irgendwie ist es schon da. Und vielleicht könnte es dann ja auch kommen. Aber ich glaube eben, wenn wir darüber reden würden, nehmen wir dem auch so ein bisschen den Stachel und die Angst vielleicht oder den Riss oder dieses Verschwommene. Es ist zumindest greifbar. Es ist nicht schön. Aber es ist greifbarer vielleicht. Ja, und ein Stück weit handelbarer. Das, was du sagst, ist relevant. Also meine Mama ist auch schon relativ jung gestorben, ist jetzt 20 Jahre tot. Und da war das auch so, dass ich nach ihrem Tod Entscheidungen getroffen habe über, wie die Beerdigung sein wird, wie sie bestattet wird und so weiter. Und wir haben da nie darüber gesprochen. Und du übernimmst eine Verantwortung, die ich eigentlich gar nicht tragen wollte, weil ich eben einfach Entscheidungen getroffen habe, wo ich denke, ja, das könnte ihr gefallen haben, aber ob es das dann tatsächlich, weiß ich nicht. Und noch eins weiter, also es gibt, da sprechen wir bestimmt auch noch gleich drüber, es gibt ein Buch in meinem Leben, was mich eben die letzten Jahre sehr geprägt hat, das ist das Kaffee am Rande der Welt. Und da ist eine der entscheidenden Fragen, die der Protagonist sich beantwortet, hast du Angst vor dem Tod? Aha. Und die meint, hast du heute alles schon getan, gesehen, erlebt, dass du, wenn es morgen zu Ende wäre, du sagen könntest, ja, ich hatte ein erfülltes Leben. Und da ist es eben auch so wichtig, wie du jetzt gesagt hast, von hinten anzufangen und zu gucken, was muss denn alles noch in mein Leben, was möchte ich denn alles noch haben, damit es ein erfülltes Leben ist. Und eben darüber nachzudenken, dass man sterblich ist. Und mir ist es eben nach dem Tod meines Mannes so bewusst geworden und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Mhm. Aber wie kriegst du die Leute in dieses Tun rein? Denn ich habe zum Beispiel auch mich mal mit jemandem unterhalten, der hat eben gesagt, boah, mir ist fest irgendwie klar geworden, ich bin schon in der Mitte meines Lebens im Prinzip und alles gemacht mit Kindern und Ehe und so weiter und so fort und auf einmal gemerkt, wenn ich jetzt abtreten würde, ich hätte noch nicht mein Leben gelebt. Ich will noch das. Und hat es gewusst und kaum einen Schritt in diese Richtung gemacht. Weil er braucht im Prinzip immer diesen Notfall, dieses, oh Gott, ich könnte etwas verlieren oder ich habe schon was verloren, um ins Tun zu kommen. So wie manche eben, auch so fies wie es klingt, eben schon fast einen Herzkasper brauchen, um dann von jetzt auf gleich mal rauchen aufhören zu können. Oder mit anderen Gewohnheiten vielleicht. Oder endlich mit Sport anfangen oder. Wie schaffen wir das jetzt, ohne so eine schrecklichen Erlebnisse haben zu müssen, ins Tun zu kommen? Also es ist tatsächlich so, dass ich ganz viele Menschen kenne, die so eine Zäsur brauchen, entweder weil sie selbst erlebt haben oder weil jemand im Umfeld das Thema hatte. Das ist ja an mir. Und gleichzeitig ist es so, wie kriegst du die Menschen ins Tun? Also ich arbeite jetzt
oder ich gebe jetzt seit einiger Zeit für John Strelecky and Friends Seminare. Das John Strelecky ist der Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, Das Kaffee am Rande der Welt. Und bei uns geht es um 5 Herzenswünsche. Das heißt, da geht es nicht um die Bucketlist mit den 80, 90, 100 Dingen. Gibt es ja auch, finde noch die 100 Dinge bis zum Ende deines Lebens. Das ist zu viel. Muss man 100 Sachen aufschreiben bei dieser Bucketlist? Ich dachte, man schreibt einfach die Sachen auf. Nee, da schreibst du auf, was du willst, so viel, okay, wie du willst. Aber es gibt egal, auch irgendwo, okay, sag 100, keine Ahnung. Mhm. Bei uns sind es 5. Also, dass man es noch greifen kann. Genau, das ist die Hand. Genau, eine Handvoll. Eben genau aus diesem Grund, dass du 5 Herzenswünsche identifizierst, wo du sagst, und das will ich wirklich, 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 wirklich. Und wenn die so klar definiert sind und wenn das Warum dahinter klar ist, also das Wichtigste daran ist tatsächlich immer für mich diese Warum-Frage, also was steckt dahinter? Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Dann zieht es dich so in die Umsetzungsenergie, dass du es tatsächlich tust. Und das habe ich bei mir selber gemerkt, also ich bin diesen Prozess auch erst durchlaufen, dass ich für mich klar gemacht habe, was sind meine Werte, was sind meine 5 wichtigsten Dinge im Leben, die ich tun möchte und was ist der Sinn meines Lebens. Bei uns heißt es dann ZDE, Zweck der Existenz. Und da ich selber gespürt habe, welche Kraft das hat, glaube ich, dass ich auch so das Vertrauen in den Teilnehmern wecken kann, es auszuprobieren und zu merken, ja, das funktioniert ja tatsächlich. Und es funktioniert. Also praktisch durch dieses Weniger ist mehr, hat es so einen Sogeffekt, weil ich mich dadurch sehr stark fokussiere. Genau, dadurch, dass es also weniger ist mehr und dass es ganz klar definiert ist, was es für ein Ziel, für einen Wunsch ist und das Warum dahinter klar ist. Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, also ich bin sowieso ja ein Freund von weniger ist mehr, du siehst ja meine kleine Wohnung, wobei sie jetzt schon echt voll ist, also es ist ja eine richtig ausgestattete Wohnung. Früher haben mich manchmal bei den Wohnungen gefragt, so, ziehst du gerade aus oder gerade ein? aber es war eben so, ich habe damals schon ewig Zeit, nee, hatte ich eben ein Haus gehabt, dann hatte ich eben Büroräume, 190 Quadratmeter und. Also ich hatte eben wahnsinnig viel und Auto und so weiter. Und habe ich mich eben reduziert, bin nach Leipzig gezogen, mhm, eben nur in eine Wohnung. Das waren dann nur 180 Quadratmeter. Small. Aber wunderschön. Ah, wunderschöne Wohnung. Aber ich hatte eben dort mein Büro, Tonstudio, alles schon wieder mit drin. Also insofern, ich hatte mich tatsächlich reduziert, auch kein Auto mehr und so weiter und so fort. Und dann bin ich von dort ins Wohnmobil gezogen. Und das war ein sehr spannender Prozess, weil es war ja fast Hallen, mein Wohnzimmer, war ein Tanzsaal. Und bin ich da reingetreten, habe ich hingestellt und habe mich eben gefragt, was möchte ich mitnehmen, mhm, ins Wohnmobil? Mhm. Gut, Möbel fielen flach, ja, das wäre nicht gegangen. Die wichtigsten Dinge. Aber auch so von den anderen Sachen, was möchte ich mitnehmen? Und ich habe eben gemerkt, so, ich brauche die Bücher nicht, also die ich noch nicht gelesen habe, ganz klar, aber andere Bücher brauche ich nicht. Und ich habe bei wirklich ganz genau bei jedem Raum überlegt, was nehme ich mit auf meine Reise in mein Wohnmobil. Und es war mir dann schon gar nicht klein genug, deswegen habe ich mich ja noch mehr reduziert dann später. Aber diese Frage eben mir dort zu stellen, zu sagen, was nehme ich von diesem Raum mit? Und so stelle ich es mir eben so ein bisschen vor. Man steht praktisch vor seinem Leben und fragt vielleicht und so, was nehme ich mit? Oder was möchte ich jetzt von meinem Alten mitnehmen? Oder was sind meine neuen Ziele? Und da eben so eine Handvoll. Und tatsächlich fühlt sich das für mich, weil sie mich manchmal fragen, mein Gott, hast doch genug Geld, kauf dir doch mehr, sage ich, aber es befreit mich so, so leicht zu sein. Absolut. Es befreit mich, wenn ich mit dem, wirklich vor einigen Jahren passte meinen kompletten Besitztümer in 2 Koffer, ich habe also nur möbliert gewohnt. Und wenn ich mit einem Koffer unterwegs war, hatte ich schon die Hälfte meiner Besitztümer dabei. Das ist einfach schön. Ich fühlte mich dadurch fast überall zu Hause, weil ich ja schon die Hälfte meiner Besitztümer dabei hatte. Was sollte noch passieren? Ich finde das sehr... Und eben so wenig zu haben oder immer wieder auszumisten, befreit mich total. Und ich will aber nicht immer so viel ausmisten. Denn früher, weiß ich das, da bist du irgendwie in Leipzig auch riesen Keller gehabt. Am Anfang war er leer, zack, war er voll. Und dann bin ich einmal im Jahr runter und habe 2 Tage im Keller zugebracht, um diesen blöden Keller auszumisten, wo ich so denke, warte mal, ich verdiene viel Geld, um sinnlose Sachen zu kaufen, die ich in den Keller packe, damit ich dann 2 Tage meines Lebens verschwende, um diesen Quatsch wieder nach oben zu holen, um ihn irgendwo zu verkaufen oder zu verschenken oder. Was für eine verschwendete Lebenszeit. Und je weniger ich habe, desto freier fühle ich mich. Absolut, also das kann ich nur unterstützen.